Moin Leute, herzlich willkommen zur letzten Happy Wheels Folge im Jahr 2012. Und dann gucken wir doch mal, was uns so erwartet. Danbo Plane Crash von Annoying Thing. Ich glaube, das ist der Erfinder von The Annoying Orange. Wird einigen von euch wahrscheinlich sicherlich ein Begriff sein. Und dann starten wir das doch einfach mal. Und wow, halt dich irgendwo fest. Okay, wir haben uns leicht an dem Sitz hier festgekrallt. Oh nein, scheiße, der Sitz hat sich ein wenig gelöst. Und jetzt weiß ich auch nicht... Nein, halt dich irgendwo fest, halt dich irgendwo fest! Nein! Okay, Leute, ich benutze euch als Schutzschild. Verdammt. Okay, auf ein neues. Genau, halten wir uns einfach an dem kleinen Kind fest. Okay, das kleine, hinterlistige Kind hat sich irgendwie vom Sitz gelöst. Oh nein, halt dich irgendwo... Oh yeah, nein! Wieso haben wir immer so Pech? Nicht rausfallen, halt dich fest. Genau, halt dich an dem netten Typen hier fest. Nein, und jetzt löst sich der auch. Nein. Oh. Das war doch aber nicht unsere Schuld. So, jetzt halten wir uns an dieser netten Dame fest. Hoffentlich sitzt sie einigermaßen fest im Sitz. Und irgendwie haben wir schon unseren ersten Arm verloren. Oh. Sorry, Lady. Das war nicht mit Absicht. Wir versuchen nur zu überleben. Okay, das sieht diesmal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, was dieser Wichtel gerade mit uns macht. Ob er uns versucht zu belästigen. Okay, komm schon, jetzt aber. Oh, dang it! Komm schon. Oh, snap. Wir haben keine Möglichkeit, uns mal irgendwo festzuhalten. Oh nein, es geht wieder runter. Es geht wieder runter, komm schon. Na, what? What? Was war das denn? Oh Mann, wie soll man das denn... heil überstehen. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass die Lady uns dieses Mal ein wenig besser hält. Aber stattdessen... Okay, das sieht gut aus. Okay, Lady. Nur wir beide. Wir überleben das zusammen. Auch wenn sie stark bluten. Opfer müssen gebracht werden. Oh. Na, oh, snap. Tut mir leid. Nein. Okay, wir sind noch nicht tot. Wir sind immer noch im Flugzeug. Nein. Wow. Okay. Ich glaube, wir töten mehr Leute als alles andere. Okay, das sieht echt gut aus. Bitte, komm schon. Jetzt nicht wieder hier irgendwie komisch... Oh, what? Oh, wie soll man das... Okay, last try. Kann doch nicht sein. Okay, Lady, diesmal schaffen wir das zusammen. Wir halten uns einfach an ihrem Kopf fest. Das ist die sicherste Methode. Oh, no. Hey Lady, wir schaffen das zusammen. Vielleicht sollte ich mich irgendwo anders festhalten, aber ich habe keine Ahnung wo. Momentan scheint sie die beste... Oh nein. Nein. Vielleicht fallen wir irgendwo in den Victory-Bereich. Komm schon. Nein. Schade, okay. Sollten wir jemals in einen Plane Crash verwickelt sein, gehen wir definitiv drauf. So, Sword Throw als nächstes. I don't care. Bam. Oh, zwei Leute getroffen. Ist da hinten, das kleine Kind und er hier. Und es kommt irgendwie kein Victory. Schade, aber wir haben sie alle gekillt. Deshalb gehen wir weiter zum nächsten Level. Oh, Pogo Jump Extreme. Das kann ja was werden. Das wird wieder für viele nette Kommentare sorgen. So, jetzt komm schon. Hier rüber. Oh ja, das sollte ja alles noch im Bereich des Möglichen sein. Oh, jetzt nicht zurückspringen. Komm schon. Nein. Und. Verdammt. Oh yeah. Das wird doch was. Und jetzt ganz easy über den nächsten. Und hier kommen wir auch zackig durch. Jetzt müssen wir den guten alten... Oh yeah. Das sah doch fast gekonnt aus. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so einfach. Denn das ist ja wirklich mega mini. Komm schon. Verdammt. Weiter! Ne! Komm schon! Das muss doch da reinpassen! That's what she said! Komm schon! Das gibt's doch nicht! Jetzt, komm schon! Verdammt! Hey, das kann doch nicht sein! Ja, ich stell mich wieder blöd an! Ey, komm schon.
Jetzt mach die Schlange, mach die Schlange. Oh yeah. Nein, 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 nein. Komm schon, wir müssen da jetzt durch. Jetzt los. Nein, 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 nicht wieder zurück. Nicht wieder zurück. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Damn it. Ey, das gibt es doch nicht. Okay, dieser Part dauert wieder etwas länger. Ey, das ist gerade mega nervig. Ich will doch da einfach nur durch. Wir waren so nah dran. Und dann haben wir es irgendwie wieder geschafft, uns da rauszuschalängeln. Ich verfluche dieses Level. Denn vor allen Dingen da vorne ist das Ziel. Und ich würde das jetzt schon ganz gerne irgendwie schaffen. Oh nein. Komm schon. Ey, ich breche dieses Level gleich ab. Das kann doch nicht sein. Damn it. Na. No. Das gibt es doch nicht. Oh, damn. Okay, dieses Level ignorieren wir einfach mal. Wir waren ja ganz nah. 999% impossible. Ach, ne, Moment. Das sollte ich natürlich auch auswählen. So, impossible. Wow, what the... No. Oh. Damn it. Ey, das... Der oh, oh yeah, victory. 5,06 Sekunden. Strike. Run or dead. Ha ha ha. Nehmen wir doch den Vater mit dem Sohn. Und dann geht's hier auch schon los. Und irgendwie sind hier nur diese Dinger, aber keiner. What? Das kann wieder mal nur mir passieren. Das gibt es doch nicht. Okay, hier gibt's ja nur eine Harpune, glaube ich. Oh, die trifft uns. Okay, auf ein neues. Ich meine, man muss ja nur der Harpune irgendwie aus dem Weg gehen. Und dann sollte der Drops doch auch schon gelutscht sein. Victory in 8,30 Sekunden. Impossible Pogo Jump. Was sind denn hier so viele Pogo Jumps dabei? Aber wir probieren den trotzdem mal. Oh, free win. Hey, komm schon. Rüber hier. What? Da habe ich gar keine Mine gesehen. Okay, und... Nein, na... What? Jetzt haben uns die Dinger getötet? Wieder mal alles furchtbar korrupt. Nicht auf die Mine. Oh yeah. Oh yeah, das sieht gut aus. Das sieht gut... Nein, komm schon. Diese Dinger töten uns. Normalerweise können die doch einen kaum töten. Unser armes kleines Herz flog da durch die Gegend. Nicht auf die Mine. Okay, jetzt einfach mal Konzentration. Und komm schon, komm schon. Versuch dich da durchzuschlängeln. Ja, ja, komm schon. Victory Strike. Oh yeah. Oh yeah. Bottle Run. Das hört sich doch einfach an. Haha, hat sich sogar gereimt. Aber Bottle Run sind eigentlich meine Spezialität. Ich hoffe mal dieses Mal auch. Jawohl. First Try. Ausnahmsweise mal. Pogo Assassin. Ich weiß ja nicht, ob ich so Lust habe, nochmal auf Pogo. Aber wir probieren es einfach mal. Obwohl, nee, ich hab, mach mal weiter. Obstacle. So wird das aber, glaube ich, nicht geschrieben. This is my first level, hope you enjoy. Schauen wir doch mal. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Ich hätte mir da vielleicht irgendwas durchlesen sollen. Wir fallen einfach mal hier an der Seite runter. Ach, man muss es irgendwie da... Hä? Da runter schaffen? So, man muss wahrscheinlich so hoch kommen, sodass man sich dann wieder nach unten schwingt. Das ist natürlich ein bisschen unspektakulär jetzt gerade. Und jetzt geht's wieder nach oben. Und da oben müssen wir wieder Schwung holen. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ein sehr entspannendes Level. Mal etwas zum Durchschnaufen. Und komm schon. Jawohl. Victory. Strike. Und Instant Sun Death. Nein. Unser Sohn stirbt ja so schon dauernd. Da brauchen wir nicht noch das Level für. Zweibrücker Blue. Jo, mal wieder ein Level von mir. Würde mich über Kritik freuen. Okay. Und los geht's.
Ich gegen den Bär. Oh, wir haben es überlebt. Okay, jetzt sollen wir das Glas kaputt machen. Und nehmen einfach wieder mal Anlauf. Komm schon. Und. Nein, oh, das gibt's auch nicht. Und. Boats. Ne, wieder ordentlich Anlauf. Also ich muss sagen, diese Glassbreak-Sachen finde ich immer relativ boring. Und. Ach, doch. Aber wahrscheinlich, weil ich immer 7 Anläufe dafür brauche. Anläufe, nicht Anlaufe. So, Jetwall. Oh, damn it. Komm schon. Nein, da! Oh. Hallo? Oh. Okay, wir leben noch. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Komm schon. Nein! Oh, ich mache jetzt nicht nochmal dieses blöde Glassbreak. Knife Throw. Das hört sich doch relativ cool an. Achso, das sind wieder einfach nur Schwerter. Hua! Cool, habe ich gleich mal 5 davon einfach sinnlos weggeworfen. Und jetzt hinter uns hier. Zack! Oh, das sah relativ elegant aus. Oh. Okay, wir haben noch 2 Stück. Eins noch. Und. Jawohl. Wo ist jetzt unser Weg? Ach, der muss wahrscheinlich da unten in das Victory fallen. Gucken wir doch mal. Wir machen das jetzt erstmal am Anfang ein bisschen besser, indem wir nur 1 Schwert nehmen. Okay, jetzt haben wir 2 genommen. Nein, jetzt sind wir wieder 4. Ah ja. Nein, nein! Okay, so Leute, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Wir starten das nochmal. Jetzt möchte ich gerne nur ein... Jetzt nehme ich wieder 5. Wieso kann man... Das sind viel zu viele. Man hat da kaum immer die Chance, nur 1 zu nehmen. Dann wieder 2 und 3 gegen die nette Dame da vorne. Your son... Who is a gangster? Hm. Aber ich möchte den hier mal killen. Der hat doch mega getroffen. Was ist da denn los? So, und der muss doch jetzt irgendwie ins Ziel fallen. Wieder völlig korrupt. So, ich mach mal weiter hier. Gibt's ja nicht. Letzter Part im Jahr 2012 und wir sacken hier so. Apokalypse fix. In this level you will be dumped directly into an apocalypse of the living dead. Okay. Und... Damn it. Sieht aber ganz nett hier aus. Schön am Strand. Vielleicht angelehnt an Dead Island. So, Hotel. Fuck, it's locked. Better find a key. Dann ist wahrscheinlich hier irgendwo ein Schlüssel. Oder ein Zombie. Oh. Ja, sie hat es bestimmt verdient. Looks like a receptionist. Achso, jetzt haben wir den Schlüssel und dann können wir auch ganz geschwind wieder hier runter. Achso, jetzt hat sich das hier geöffnet. Und... Ich weiß nicht, ob man das gerade in der Aufnahme hört. Hier fährt gerade Polizei oder ein Krankenwagen längs. Ja, das ist einfach... Es sind wahrscheinlich wieder die Bullen, weil ich ja im Ghetto wohne. So, ja, das ist definitiv angelehnt an Dead Island, denn diese Häuser kennt man ja auch aus dem Spiel. Dead Island war das erste Spiel, wo ich Motion Sickness bekommen habe. Also das, wenn einem schlecht wird, während man... Nein, okay, wir wollen, glaube ich, auf dem Boot bleiben. Komm schon. Wem passiert jemals sowas? Oh, egal. Spielen wir das jetzt nochmal alles? Ah, es ging ja schnell. Wir legen einfach mal einen Zahn zu. Währenddessen kann ich von meinen Dead Island-Erlebnissen sprechen. Das war wirklich das erste Mal, dass mir während des Spiels einfach schlecht geworden ist, weil ich das irgendwie nicht vertragen habe. Keine Ahnung, wieso. Und jetzt kommen wir hier nicht mal mehr hoch. Und verlieren aus unerfindlichen Gründen den Arm. Komm schon, Kollege. Ach, wir machen weiter. Das kann's ja nicht gewesen sein für heute. Funny Bottle Run. Das müsste doch zu schaffen sein. So, los geht's. Okay, den Anfang haben wir geschafft. Und Victory! Exakte 5,00 Sekunden. Okay, dann nehmen wir nochmal den Bottle Run. Da schaffe ich das wenigstens. Oder habe ich den nicht gerade ausgewählt? Ne, das ist ein anderer. Und unserem Sohn geht es scheinbar nicht ganz so gut. Ich glaube, der kostet uns auch nur Geschwindigkeit. Und wir haben es geschafft. Strike! So, letztes Level. Tobuscus Sword Throw. They will kill you. Happy Swing. Das hört sich doch gut an. Achso, wir müssen hier kurz den Knopf drücken. Und dann können wir uns auch hier jetzt schon... Los, komm schon. Das sollte doch funktionieren wie eine ganz normale Schaukel. Nach hinten lehnen, nach vorne. Aber irgendwie ist das gerade mega boring. Hier passiert ja auch nichts Spaßiges. Wir gehen nochmal auf ein anderes Level. Super Epic Jump. Okay,
Hoffentlich ist dieser super epic Jump so super epic, wie ich ihn mir vorstelle. Damn it! Oh! Oh yeah. Hau rein, Sohn. Sehen uns später. Na! Oh. Wir sind einfach. Wir waren einfach zu weit, sodass wir gestorben sind. Das ist nicht super epic. Oh, oh, wir müssen aber den. Ah! Okay. Mal gucken, wie weit wir ohne Kopf kommen. Da sind wir nur Justin Bieber. Okay, dieses Mal wird das aber was. Okay, wir leben noch. Ist alles in Ordnung. Und dieses Mal haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel Speed drauf und landen bei God. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt sicher und haut rein. Bis zum nächsten Mal.